Heute möchte ich dir einen Duschkopf mit Filter vorstellen, eine Handbrause für deine Badewanne oder für deine Dusche. Die Filtration geht über 15 Stufen und der Duschkopf hat 3 Strahlarten. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr darüber erfahren. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und wenn du gerne Produkttests, Reviews, alltägliche Tipps und so weiter schaust, dann lass ein Abo da, drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Heute geht es um diese Handbrause. Es ist auch ein Schlauch enthalten. Es ist Silikonband enthalten. Es sind Dichtungsringe enthalten und. Und wir werden diese Handbrause heute mal anschließen, werden diese testen. Ich habe sie dir übrigens unten mal verlinkt. Kannst du mal reinklicken, um dir nähere Details zu holen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hier haben wir eine Rolle Dichtungsband. Wir haben einen recht langen Schlauch, einen sehr flexiblen Schlauch, wie ihr sehen könnt, in einer Länge von ca. 2 Metern, 1,60 Meter bis 2 Meter, also ich würde sagen 1,60 Meter. Wir haben 2 Dichtungsringe. Wir haben eine Installationsanleitung und wir haben den Duschkopf. Ja, verchromt das Ganze hier oben und unten. Wir haben hier eine Taste, die Funktionen einstellen kann, die Sprühoptionen. Also hier kommen ja Strahlen raus und hier kommen Strahlen raus. Und ihr seht, der Duschkopf ist recht groß, also so groß wie eine Hand. Ja, und ich würde sagen, wir installieren ihn mal und schauen ihn uns näher an. Wir testen ihn aus und schauen mal, was er so kann. So, und ich habe diese erstmal aufgeschraubt. Jetzt bin ich hier aus der Badewanne raus, damit ich nicht nass werde. Ja, und mal schauen. Action. Und ihr seht, ihr habt diesen Strahl, damit das Wasser aus der Mitte rauskommt. Drücken wir hier auf den Knopf. Haben wir einen kompletten Strahl, also von allen Düsen. Ich hoffe, das kann man sehen. Oder nur von den äußeren Düsen. Also, sozusagen jedes Mal, wenn ihr diesen Knopf hier drückt, könnt ihr hin und her schalten zwischen den mittleren weichen Düsen oder diesen härteren Außendüsen oder komplett mit allen Düsen. Diese Duschbrause verfügt über ein leistungsstarkes Filtersystem, welches in 15 Schichten ist. Diese befindet sich innerhalb des Griffes. Mit überlegenem KDF, Calcium, Sulfid, Aktivkohle, Vitamin C, Keramik und so weiter, um die Haut und die Haare zu schützen. Dieses Filtersystem kann Restchlor, Bakterien, Verunreinigungen, Schwermetalle wie zum Beispiel Nickel, Chrom, Quecksilber oder Blei und natürlich auch Rost und Sedimente und andere schädliche Stoffe aus dem Leitungswasser sehr effektiv entfernen und natürlich filtern. Diese Duschbrause hat 3 verschiedene Modi-Wasserstrahlarten. Zum einen die Regenart, die Massageart und der gemischte Strahl zwischen Massage und Regen. Durch die sehr filigrane Öffnungen in der Austrittsplatte des Duschkopfes tritt das Wasser sehr fein aus und dadurch ist der Duscheffekt sehr weich und angenehm. Und hier nochmal zur besseren Sicht. Jetzt ist der äußere Strahlkranz an. Jetzt sind alle Strahlarten an. Und jetzt ist der harte mittlere Strahl an. Ich denke, jetzt kann man das ganz gut erkennen.
Ja, mein kurzes Fazit zu dieser Brause: fühlt sich erstmal hochwertig an, ist schön verchromt. Das mit dem Schalter funktioniert einwandfrei. Man hat die drei verschiedenen Sprüharten, also erstmal den Außenring, den Innenbereich oder alles komplett. Die Strahlen hier außen sind weich, der mittlere Strahl ist hart und man kann natürlich zum Beispiel je nach Gebrauch auch beide Strahlarten einsetzen und hat somit in der Mitte den harten Strahl und außen den weichen Strahl. Ja, absolut empfehlenswert. Ich habe es euch unten mal verlinkt. Könnt ihr mal reinklicken, könnt euch nähere Details holen und wenn ihr wollt, natürlich auch bestellen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie unten in den Kommentaren. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, drückt die Abo-Glocke und ihr werdet keines meiner neuen Videos mehr verpassen. Das Ganze ist natürlich für euch kostenlos. Auch über ein Like würde ich mich freuen, wenn dir dieser Beitrag weitergeholfen hat. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe, welches bestimmt auch noch interessant für dich ist. Ciao und bis gleich im nächsten Video.